sagen, herzliches Willkommen auf dem Kanal The Gentleman's Club. Schön, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du hier wieder am Start bist, heute an diesem schönen ersten Advent. Ich hoffe, du bist mit deiner Familie gut in die Weihnachtszeit gestartet. Jetzt beginnt ja die schöne Zeit in dieser kalten Jahreszeit wieder. Man fängt an, alles Mögliche zu dekorieren. Manch einer fängt auch schon an, seinen Weihnachtsbaum aufzustellen. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr schon seid. Heute aber auch mal mit einem Thema, passend zu dieser ekligen, kalten Jahreszeit. Jeder wird es kennen, wenn man eben in diese kalte Winterluft rausgeht und man eben anfängt, wirklich raue Stellen auf der Haut zu bilden. Besonders an den Händen ist das Ganze sehr ekelhaft, aber eben auch im Gesicht ist es oftmals der Fall, dass man eben wirklich ja raue oder wunde Stellen hat. Und hierbei ist es einfach entscheidend, dass man eben ja die richtige Pflege, gerade auch im Winter, hat. Deswegen heute dieses Video. Ich hoffe, da ist was für dich dabei. Bevor wir aber starten, noch ein kleiner Appell in eigener Sache. Wenn du hier ein wiederkehrender Zuschauer bist, du dir sagst, hey, pass auf, die Pappnase hier ist mir eigentlich ganz sympathisch und konnte mir auch mit einem Tutorial oder einem anderen Video weiterhelfen, freue ich mich riesig, wenn du dem Kanal hier ein Abo dalässt. So verpasst du keine Videos oder Tutorials mehr und ich gewinne einen netten neuen Zuschauer. So eine Win-Win-Situation für uns beide quasi. Jetzt starten wir aber auch direkt und fangen auch gleich so mit dem wichtigsten Punkt an. Ich denke, jeder von euch wird seine Haut irgendwann mal eincremen. Und hierbei ist es einfach entscheidend, dass deine Creme im Winter wesentlich fettiger ist, inhaltsstoffreicher ist, als es jetzt im Sommer ist. Ich denke, im Sommer wird jeder eben so Cremes verwenden, gerade Leute eher so mit einer fettigen Haut, die wirklich eher ja dünner sind, einfach leichter sind, nicht so fettend sind. Im Winter ist es einfach so eine Sache, dass eben diese kalte, aggressive Luft deine Haut extrem fordert. Und hierbei ist es einfach notwendig, dass du deine Haut eben mit einer Creme unterstützt, die deine Haut so ein bisschen schützt. Wenn ich eben sage Schutz, dann meine ich eben jetzt nicht eben nur, dass die Creme ein bisschen fettiger ist und schön inhaltsstoffreich ist, als es im Sommer ist, sondern ich meine ja auch wirklich, dass du vielleicht eben auch eine Creme dir holst, die dir auch so ein bisschen den Lichtschutzfaktor bietet. Das ist jetzt nämlich der nächste Punkt. Viele denken, ja, im Winter, da brauche ich ja eben nichts gegen die Sonne, die scheint ja eh nicht, ist ja eh immer meistens duster oder es ist eben kalt, da kriege ich keinen Sonnenbrand. Aber ganz im Gegenteil, gerade durch den Schnee, gerade wenn sich die Sonne irgendwie so im Eis oder im Schnee spiegelt und dann eben so hochkommt, kann es sehr leicht passieren, dass man sehr easy vielleicht mal so ein bisschen an den Sonnenbrand bekommt. Du kennst es safe, wenn du irgendwie mal im Sommer irgendwie an einem See oder so bist, dann spiegelt sich die Sonne ja auch ganz gerne mal im Wasser und so ist es auch im Winter möglich. Zum einen sollte man eben auch die Wintersonne nicht unterschätzen, die kann manchmal auch ganz gut knallen, auch wenn sie nicht warm ist leider. Und wie ich es eben gerade erwähnt habe, wenn sich das Ganze so im Eis spiegelt und dann eben so hochkommt, sollte man das Ganze eben auch nicht unterschätzen. Also auch gut deine Haut eben mit einem Lichtschutzfaktor eben schützen. Das kann ja ein geringer Lichtschutzfaktor sein. 15 reicht da meistens eben schon aus, wenn es einfach zusätzlich in dieser etwas fettigeren Creme mit drin ist. Das Ganze gilt natürlich eben auch ja für deine Reinigungslotion. Also das Ganze sollte auch ein bisschen fettiger sein, als es jetzt im Sommer ist. Du solltest eben deine Haut auch hier so ein bisschen ja Schutz eben bieten. Einfach irgendwie so eine Reinigungsmilch gibt es von jeder Marke. Wenn du dir das zulegst im Winter, dann hast du eben schon sehr viel für deine Haut getan, wenn du das eben zweimal täglich machst. Ist eben auch so eine Option, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, der sich da eben jetzt nicht so einen großen Kopf machen möchte. Nächster wichtiger Punkt ist eben auch gleich so ja das Wasser, mit dem du dir dann das Gesicht abreinigst. Das sollte eben jetzt im Winter A, nicht kochend heiß sein, aber es sollte eben auch nicht eiskalt sein. Also es sollte wirklich so ein schönes, lauwarmes, beruhigendes Wasser sein. Es soll eben deine Haut schonen, es soll dir gut tun. Und trotzdem eben gut reinigen. Deswegen empfehle ich da immer mit lauwarmem Wasser zu arbeiten und dann eben ja deine entsprechende Reinigungsmilch eben damit abzumassieren. Das machst du so mit kreisenden Bewegungen. Das habe ich ja auch schon in vielen Hautpflegevideos dir erzählt. Ist eben auch einfach so ein Punkt. Viele denken eben, ah, ich muss jetzt eben hier knallheißes Wasser nehmen und mir das ins Gesicht klatschen, gerade eben wenn es kalt draußen ist. Nee. Lass das lieber, mach hier wirklich eben lauwarmes Wasser. Das ist so das Beste für die Haut. Aber jetzt kommen wir auch mal so zu einem kleinen Don't, was ich auf jeden Fall jedem eben abrate. Und es ist eben auch ziemlich verbreitet, deswegen muss ich es hier einfach eben auch erwähnen. Und das ist eben A,
das sogenannte Lippenknabbern. Das machen sehr viele gerade im Winter sehr gerne, einfach weil man eben so spröde Lippen hat. Man hat hier ganz gerne eben, ich kenne das auch selber, so ein bisschen ja so Fussel oder so, die da abstehen. Und deswegen knabbert man da ganz gerne rum oder reißt dann ganz klar mit den Händen da ein bisschen was ab. Auf keinen Fall, lasst das bitte einfach so, wie es ist. Und tu eine schöne Lippencreme drauf. Auf keinen Fall irgendwas abreißen oder irgendwie dran rumknabbern. Das macht das Ganze nur schlimmer. Und im Endeffekt hat man dann irgendwelche offenen Stellen, wo auch irgendwie Schmutz oder so reinkommen kann. Gerade jetzt in dieser Zeit will man das ja eher vermeiden. Deswegen einfach bitte so die Lippen lassen. Auch wenn sich das Ganze so fusselig anfühlt. Ich weiß, es ist ekelig, ich kenne das selber. Aber dann einfach genau auf diese Stellen eine Creme drauf machen und du wirst sehen, am nächsten Morgen ist das Ganze eben auch schon Geschichte. Das gleiche gilt leider eben auch so für offene Stellen im Gesicht oder für Irritationen im Gesicht und auch gerade im Winter, auch wenn es viele Freunde von diesem Pickel ausdrücken gibt, ich würde es wirklich empfehlen, es im Winter bleiben zu lassen. Ich würde dir wirklich dazu raten, nichts auszudrücken, gerade eben nichts mit den Flossen irgendwie, die vielleicht irgendwie noch dreckig sind, irgendwas auszudrücken und dann da irgendwie im blutigen Zeug da rumzuwerkeln. Ich würde hier wirklich nur auf Creme setzen, auf gute Reinigungsmittel setzen und dann eben da dafür sorgen, dass man eben seine Irritationen eben so wegbekommt. Das geht auch wirklich gut. Es ist einfach eben die bessere Alternative, als irgendwie irgendwas auszudrücken. Dann hat man irgendwie so offene Stellen, da kommt dann diese aggressive kalte Luft noch drauf oder irgendwelche Schmutzpartikel. Und dann hat man vielleicht irgendwie für ein paar Stunden kurz Ruhe, aber am nächsten Tag kommt es dann umso heftiger eben zurück, der Ausschlag. Deswegen vermeide das Ganze auf jeden Fall, da irgendwas irgendwie abzureißen im Gesicht oder irgendwie auszudrücken, sondern mach das Ganze eben schön mit einer Reinigung und dann eben einfach eine Creme drauf und du wirst sehen, das Ganze wird eben auch schön weggehen. Ich habe da auch schon viele Videos dazu gemacht, wo ich eben passende Sachen dir empfehlen kann. Schau dich da gerne eben so bei meinen Hautpflegevideos mal um. Was für die Haut gilt, das gilt logischerweise auch für die Haare und hierbei würde ich einfach empfehlen, dass man eben zum einen nicht mit dem Föhn und der heißen Luft direkt auf den Kopf hält und direkt so irgendwie mit gar keinem Abstand die Luft da drauf scheppert. Aber ich würde natürlich eben auch nicht empfehlen, mit nassem Haar rauszugehen, sondern wirklich schön Abstand, den Föhn vielleicht auch nicht auf die heißeste Stufe. Also wenn es geht, würde ich das wirklich auch so im lauwarmen Bereich machen, dass das Ganze zwar warm ist, aber eben nicht zu heiß, denn man hat auch ganz gerne mal eben im Winter das Problem, dass das Haar so ein bisschen spröde wird, auch so ein bisschen schnell, ja, das Volumen verliert. Da hat man ganz gerne auch mal das Problem mit, wenn es eben in diese aggressiven, kalten Temperaturen geht. Und deswegen würde ich eben auch empfehlen, dass man eben darauf auf jeden Fall achtet. Zusätzlich kannst du auch so in deiner Ernährung sowohl für die Haut als eben auch fürs Haar darauf achten, indem du so ein bisschen auf Omega-6 achtest, Omega-3, auf deine Fettsäuren eben so ein bisschen achtest, darauf achtest, dass du genug Vitamin D eben zu dir nimmst. Jetzt gerade im Winter ist das eben auch wichtig. Vitamin K, vielleicht so durch Grünkohlgemüse oder so, dir ab und zu mal eben zuführst. Wenn du darauf auch so ein bisschen achtest, jetzt gerade auch im Winter, dann wirst du auf jeden Fall auch merken, dass deine Haut auf jeden Fall eben auch ja besser wird, dein Haar sich besser anfühlt. Sind auch so kleine Sachen, die man so in der Ernährung auf jeden Fall beachten sollte. Gerade so im Winter, wenn man da so ein bisschen Probleme hat, kann ich das auf jeden Fall eben empfehlen. Wie immer hoffe ich jetzt, dass ich dir hierbei ein bisschen helfen konnte, gerade jetzt so in diesen kaltnägeligen Temperaturen hoffe ich, dass du hier was findest, was deiner Haut gut tut. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es dir hier gefallen hat, wenn du dem Kanal ein Abo dalässt, hier ein Teil von The Gentleman's Club wirst. Wenn du dir sagst, hey, mir hat das Video gefallen, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf dem Video. Ansonsten hoffe ich, dass du gesund bleibst, gerade in dieser schönen weihnachtlichen Zeit und in dieser kalten, ekligen Zeit sowieso. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!